Hallo und willkommen zu meinem allerersten Tutorial. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie man die Hilfsprogramme, die wir fürs Studium brauchen, also fürs Games Engineering Studium, werde ich euch zeigen, wie man diese installiert und also herunterlädt und installiert, wo man sie herbekommt. Dazu geht ihr ganz einfach. Ich werde mit Unity anfangen, die 3D Engine Unity. Die braucht ihr, um Spiele zu entwickeln. Damit geht ihr einfach auf Google. So, und hier auf Google gebt ihr einfach ein Unity 3D und dann noch, was weiß ich, Download Chip zum Beispiel. So, Unity Engine Download Chip. Das ist sie, das ist die aktuelle Version 4.3. Einfach auf Download klicken. Die Chip-Downloads, die sind immer sehr gut, also virenfrei und so weiter, also da könnt ihr vertrauen. Ich habe schon oft gescannt und alles und ich habe nie was gefunden und ich lade alles, was ich downloaden kann, versuche ich bei Chip dann zu laden, also das passt schon. So, das dauert jetzt ein bisschen, aber ich will euch nicht warten lassen und werde daher einfach mal einen kurzen Sprung machen und wir sehen uns gleich wieder, wenn der Download fertig ist. Und damit ist der Download auch schon abgeschlossen hier. So, dann holen wir uns das mal raus. Also ihr könnt es auch nochmal gern Antivirus oder was ihr auch immer ihr habt drüber laufen lassen. Aber wie gesagt, den Chip-Downloads könnt ihr im Normalfall vertrauen. Einfach die Exe ausführen und dann müsst ihr es auch gleich installieren. Hier lädt gerade das Setup, ist gleich fertig. So, dann müsst ihr es. Ja, dann kommt nochmal eine kleine Meldung. So, welcome to the Unity 4.3.0 F4 Setup. Einfach weiter. So, dann haben wir hier den Lizenzvertrag. Ist das aber der sagt halt aus. Der sagt aus, ihr könnt Unity 3D. Also, ich sage jetzt nicht alles, was da drin ist. Und ich sage auch nicht. Er liest es euch am besten selber durch, aber kurzum sagt er aus, ihr könnt es benutzen, um Spiele herzustellen. Ihr dürft mit den Spielen, die ihr damit herstellt, sogar Geld verdienen. Allerdings, sobald ihr ein Jahreseinkommen von über 1000 US-Dollar, 100.000 US-Dollar mit diesem Spiel habt, müsst ihr euch die Unity 3D Engine kaufen, und zwar die Vollversion. Das hier ist dann nur die, also ihr könnt es auch mit der Demo-Version und das machen, da sind nur ein paar Features weniger. Aber ganz ehrlich, wenn ihr mehr als 100.000 US-Dollar im Jahr verdient, dann könnt ihr mal kurz 10.000 oder Euro oder was auch immer das kostet für Unity ausgeben und dann habt ihr nächstes Jahr wieder 100.000 mehr, ist doch scheißegal. Und dann könnt ihr sogar mit der Vollversion noch bessere Spiele machen. Also einfach akzeptieren. So, dann das Beispielprojekt Unity Development Web Player und Monodevelop. Monodevelop unbedingt drin lassen, empfehle ich. Vor allem für diejenigen, die jetzt nicht studieren, ist das echt wichtig. Ich nehme schon auf, wollte nur kurz sicher gehen. Dann das Beispielprojekt, das könnt ihr jetzt wegmachen, ich werde es euch zeigen, braucht ihr nicht unbedingt. Dann der Webplayer, ganz ehrlich, den habe ich noch nie benutzt, keine Ahnung, ob man den braucht. Ich lasse alles mal drin. Dann, wo ihr ihn installieren wollt, bei mir passt es. So, und dann einfach nur warten, bis er fertig installiert hat. Müsste eigentlich recht schnell gehen, aber bei mir gibt es wieder einen kleinen Cut. Und wir sehen uns, obwohl wir könnten, geht eh ganz schnell, wir können uns einfach mal die Details anschauen. Ja, er extrahiert jetzt eigentlich bloß alles. Nee, aber so schnell geht es dann doch nicht und viel zu reden gibt es auch nicht mehr. Hier gibt es einen kleinen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Installation fertig ist. So, liebe Leute, da ist die Installation auch schon fertig. Es wurde erfolgreich installiert und wir können das jetzt mal starten hier mit Finish. Internet können wir natürlich hier mal die Liste leeren. Mache ich persönlich immer. Keine Ahnung, wer es von euch macht. Und das Setup können wir auch löschen. Brauchen wir nicht mehr. So, Papierkorb leeren. Okay. So, jetzt werden wir gefragt. Thank you for downloading Unity. Also erstmal danke, dass wir es gedownloadet haben. Choose between the available license options below. Also wähle eine der folgenden Optionen möglich. Activate the existing serial number you received in your invoice. Das heißt, wir würden die Vollversion aktivieren mit der Seriennummer, die wir bekommen haben. Haben wir aber nicht. Activate a free 30-day trial of Unity Pro.
Aktiviere eine 30-Tage-Testversion von Unity Pro. Das machen wir jetzt nicht, denn wir aktivieren die freie Version von Unity. You can start using your free version immediately. Projects you make with the free version are fully compatible with Unity Pro if you ever wish to upgrade later to Unity Pro for advanced features and increased productivity. Das heißt, wir können Unity 3D sofort benutzen. Und alle Projekte, die wir mit der freien Version machen, die sind auch später in der Pro-Version nutzbar. Und hier können wir noch für 5, das machen wir aber nicht, oder vielleicht wollte sie ja, subscribe to Unity Pro for $75 pro Monat, das heißt abonnieren sozusagen. Du kaufst dir die Vollversion für $75 pro Monat, aber sobald du damit aufhörst, ist auch die Vollversion weg. Weiß nicht, für wen von euch das interessant klingt. Für mich jetzt nicht. Einfach auf OK drücken. So, dann die E-Mail. So, die E-Mail mache ich jetzt mal. Zack, zack, zack. Die werdet ihr hoffentlich. Obwohl, stimmt, ich werde die E-Mail ausblenden und dann kann ich ja auch meine private E-Mail-Adresse nutzen. So, das Passwort. Mist, das war falsch geschrieben. So. Dann hier Get Unity News, Discounts and More. Also Nachrichten. Ich will sie nicht. Vielleicht will sie ja jemand von mir haben. Von euch meine ich. Okay, Mist, 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 Mist. Das war das falsche Passwort. War es das da? Nein. War es das da? Ja, oh nein, verdammt. Ich habe den Haken nicht wieder rausgemacht. Muss ich später abbestellen, aber egal. So, wir sind jetzt drinnen und können. Also, ihr müsst natürlich erstmal einen Account machen. Ich hatte jetzt schon einen wegen Zugriff zulassen. Hatte schon einen bezüglich meines Studiums. So, wir können hier jetzt Projekte öffnen oder ein neues Projekt machen. Hier solltet ihr euch einen Ordner aussuchen. So, und dazu gehen wir jetzt hier auf Browse und dann wählen wir erstmal hier. Also, ich will den Desktop haben. So, und wir müssen einen Ordner anlegen, den wir dann auswählen. So, ich nenne den jetzt einfach mal Unity-Projekt. So, den kann man auswählen und dann kann man hier jetzt hier 3D, 2D. Ich würde immer auf 3D gehen, weil jedes 3D-Spiel kann man auch als 2D darstellen. Und schon könnt ihr Unity starten. Als neues Projekt. So, dauert ein bisschen. Eine neue Version ist verfügbar. Okay. Wir haben 0F41F1 wäre verfügbar. Downloade neue Version. Wir haben es gerade gedownloadet. Finde ich komisch. Das ist wahrscheinlich irgendein Bug. Bei mir spinnt es nämlich die ganze Zeit. Egal, könnt ihr machen. Ich werde es jetzt nicht machen. So. Dann Welcome to Unity, das sind die Einführungsbeispiele und Tutorials und so weiter, die könnt ihr gerne haben. Machen, ich werde es nicht machen. So, und hier haben wir jetzt ein neues Projekt geöffnet mit Kamera und das war's. Mehr gibt es hier momentan nicht. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß mit euren Projekten, die ihr jetzt vorhabt und vielleicht sehen wir uns bei einem meiner nächsten Tutorials oder Hilfen wieder. Ciao!